Ahoi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, das musikalische Jahr 2023 neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Und ich mache mir letztes Jahr eine kleine Vorstellung, welche Neuerscheinungen, die 2023 herauskamen, es in meinen Plattenschrank geschafft haben. Wenn es euch interessiert, nach dem kurzen Intro geht's los. Vorstellungen der Platten übrigens entsprechen keinem besonderen Ranking oder so. Das wird einfach nur wahllos vorgestellt. Wobei ich habe zwei bis drei Favoriten, die dann extra noch hervorgehoben werden. Aber ansonsten ist es einfach wahllos ohne irgendwelche Platzierungen. Beginnen möchte ich mit dem Album von Fury and the Slaughterhouse. Die haben nach 13 Jahren noch mal ein neues Album rausgebracht. So ein dicker Karton. Ich zeige mal kurz die Platte. Einfach schwarzes Vinyl. Da gab es auch mehrere Varianten. Es gab zum Beispiel eine Box, da waren noch die ganzen Liedtexte dabei, plus die ganzen Gitarrentabs. Ansonsten konnte man es in verschiedenen Farben bestellen. Ich habe es ganz normal klassisch in Schwarz. Hat auch nur, glaube ich, 27, 28 Euro gekostet. Ist ein schönes Klappcover in so einem grün-orange gehalten. Und zu dem Album an sich, es sind 11 Stücke drauf und das ist ein Album. Fury war ja so Mitte der 90er, so auf ihrer Hochzeit. Und das Album hier reiht sich wunderbar ein. Das könnte genauso gut auch Mitte der 90er entstanden sein, weil man legt es auf und erkennt direkt dieses Fury and the Slaughterhouse. Kein Abklatsch von früher. Es sind jedenfalls andere, neue, modernere Stücke. Aber man hört direkt, es ist Fury and the Slaughterhouse. Die sind ihrem Stil sehr treu geblieben. Gibt ja so manche Bands, die dann früher irgendwie eine Platte rausgebracht haben, die man nach 20 Jahren nochmal hört. Man erkennt sie fast nicht mehr. Ist hier nicht der Fall. Hier ist auf jeden Fall direkt ein Wiedererkennungswert. Es sind poppig-rockige Songs, gehen ins Ohr, man kann sie nach dem zweiten, dritten Mal hören, mitpfeifen. Also auf jeden Fall ein gelungenes Album, das es in meinen Plattenschrank geschafft hat. Nun kommt was Deutsches. Ebenfalls nach einer längeren Pause von 9 Jahren hat Juli nochmal ein neues Album rausgebracht. Juli mit dem Album Der Sommer ist vorbei. Witzig, das Album kam mitten im Sommer raus, da das Lied nicht so gepasst, aber wenn man jetzt so rausschaut, den Herbst, das Wetter, passt das wunderbar. Es sind 11 Stücke drauf, ist ein dicker Karton. Was hier schön gemacht ist, diese Prägung, der Schriftzug Juli, das ist so, ja, so ein Relief, das geht so ein bisschen hervorschein. Zum Album an sich, es sind Rocknummern drauf, sind Popnummern drauf, klingt wie früher Juli mit ja, schönen Texten. Früher war es ja immer so, fand ich, es gab ja immer Silbermond und es gab die andere Seite, die wollte die Juli-Sachen eher hören. Juli war ein bisschen härter, Silbermond ein bisschen ruhiger. Was mir bei Juli immer gut gefallen hat, war das Schlagzeugspiel vom Drummer. Der hat auch früher Workshops gegeben, also Drum-Workshops. Von daher war das für mich immer etwas raffinierter, wie jetzt zum Beispiel Silbermond. Und wenn ich mal Lust auf was Deutsches habe, war das eigentlich damals oft gelaufen. Ich habe mir die Platte blind gekauft, ohne vorher reinzuhören, weil ich dachte, früher waren sie ganz gut, kann heute nicht so schlecht sein. Und ich muss auch sagen, bin angenehm überrascht. Muss die Platte noch zeigen, die ist auch sehr, sehr schön gemacht. Also so ein richtiges Pool-Sommerblau. Also wirklich schön. Ist eine Polydur-Scheibe und vom Klang her wunderbar. Keine Störgeräusche, nichts. Und klanglich, wie gesagt, wirklich top. Von daher hat es auf jeden Fall in mein Regal geschafft. Aber der Sommer ist vorbei, jetzt ist amtlich. Kommen wir nun zu einem Künstler aus Österreich, der hat das dritte Album draußen, und zwar Josh mit dem Album Reparatur. Er hat 2018 gestartet, da ging es los damals mit Cordula Grün, der eine oder andere erinnert sich noch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, viele haben den Künstler ja darauf reduziert, auf Cordula Grün und auf diesen Party-Hit. Da muss ich zur Verteidigung sagen, das Original von Josh, Cordula Grün, kennen die wenigsten. Die meisten kennen die Coverversion von den Draufgängern, wo dann in den Bierzelten gelaufen ist und bei jeder Party und so weiter. Aber die Originalversion von Josh klingt wesentlich besser, wesentlich schöner und auch ernster. Von daher finde ich das ein bisschen schade, wenn man den immer auf das Cordula Grün reduziert. Und man muss sagen, er hat auch Musik studiert, er spielt Gitarre, glaubt sogar auch Klavier. Wunderbarer Künstler. Hier auf dem Album sind 12 Titel drauf. Auf dem Inlay stehen die Texte. Und das Album an sich ist ein Pop-Rock-Album, würde ich sagen. Er ist ja ein Singer-Songwriter. Und die Stücke haben schon einen tieferen Sinn, wenn man die Stücke mal anhört, so vom Text. Das ist also auf jeden Fall etwas, was man gut hören kann.
Die Platte an sich, ich habe sie auch in Schwarz ganz normal. Es sind ruhige Stücke drauf, es sind auch manche Lieder dabei, die so poppig-rockig nach vorne gehen. Zum Beispiel kennen tut man ja von dir ein Tattoo, das ist das Aktuelle von dem Album. Was mir sehr gut gefällt, wo haben wir es? Alles klingt nach dir und das Lied, dann denke ich an dich. Also ich finde es ein sehr schönes Album und das muss auf jeden Fall in mein Plattenregal. Und wenn es euch interessiert, hört mal rein. Es ist also sehr zu empfehlen. So, der nächste Künstler hat direkt zwei Platten dieses Jahr auf den Markt gebracht. Einmal Anfang des Jahres und jetzt aktuell nochmal eins. Ich habe das erste von Anfang des Jahres und zwar von Ed Sheeran. Das Album heißt Subtract, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist ein sehr ruhiges, nachdenkliches, persönliches Album, so sagt er selber über das Album. Es ist sehr ruhig, es sind viele Balladen drauf, klingt teils akustisch, also nur mit Gitarre und ein bisschen Klavier. Ich finde, ein Album von Ed Sheeran sollte man in seiner Sammlung haben, wenn ihm die Musik einigermaßen gefällt. Man muss nicht alle haben, weil sie sind schon relativ ähnlich, weil sie so ruhig sind und ja, müsste ich jetzt nicht zwei, drei Alben haben. Aber eins in meiner Sammlung zu haben, bin ich froh. Und ich muss eine kurze Geschichte erzählen, wie das Album es in meinem Plattenschrank geschafft hat. Und zwar, mein Sohnemann unterstützt mich ja bei der YouTube-Geschichte, wo es nur geht. Und er meint immer, Papa, du musst mehr Videos machen, du musst mehr Videos machen. Und da hat er im Radio gehört, Ed Sheeran hat ein neues Album rausgebracht. Und bei meiner letzten Corona-Infektion hat mein Sohnemann das dann mir mitgebracht und hat gemeint, Papa, jetzt kannst du ein Video machen. Deswegen hat es das Album mir in den Plattenschrank geschafft. Und ich muss mal kurz die Platte zeigen. Die ist auch wunderbar gemacht. Also erstmal das Inlay, vorne ein Bild. Auf der anderen Seite sind die Texte. Und die Platte ist eine 180-Gramm-Platte. In einem wunderbaren Gelb mit einem gelben Label, mit so ein paar Strichen drauf. Ja, und die klingt wirklich toll. Bei einer Platte, wo so leise aufgenommen ist, viele akustische Instrumente drauf sind, hört man eigentlich jedes Störgeräusch oder jedes Knacksen und so. Muss ich sagen, bin ich echt überrascht. Klanglich echt top. Ed Sheeran. Bei der nächsten Platte geht es ein bisschen nach vorne und zwar geht es weiter mit einer deutschen Band wieder. Die hat sich 1994 zusammengerauft. Das ist eine Alternative Rock Punk Band und zwar das neue Album von den Donuts. Heute ist ein guter Tag. Und wie der Name schon vermuten lässt, das ist ein sehr positives, fröhliches Album. In den Texten geht es eigentlich durchweg um, ja, was kann man besser machen? Jetzt ist alles toll. Gerade jetzt nach der ganzen Kacke, die wir mitgemacht haben. Es sind, wie gesagt, viele, viele, viele positive, gute Laune-Lieder drauf. Das Cover an sich ist super gemacht. Ein ganz dicker Karton. Zwei LPs. Und wie gesagt, unheimlich schwer. Es sind insgesamt auf jeder Platte drei, vier Titel drauf. Ist auf 45er Geschwindigkeit aufgenommen. Die Platten selber sind auch unheimlich schwer. Ich weiß gar nicht, ob das noch mehr ist wie 180 Gramm. Steht nichts dabei. Die sind absolut plan. Vom Klang her muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Klar, es ist eine Rock-Punk-Band und bei Punk-Bands ist ja oft so, dass dann die Aufnahmen so überlagert sind mit Gitarren und so weiter. Also mir fehlt bei der Platte so ein bisschen Bums, ein bisschen untenrum fehlt irgendwas. Ich habe dann auch mal von meinem Streamer die Aufnahmen angehört und wollte mal vergleichen, ob einfach nur die Schallplatte vielleicht irgendwie schlecht gepresst ist, aber es ist auf der Aufnahme vom Streamer genauso. Das heißt, vielleicht wollen sie es so aufnehmen, keine Ahnung. Also das ist nicht unbedingt so mein Geschmack. Mir fehlt da ein bisschen was. Aber die Lieder an sich, von der Komposition und so weiter, ist echt super gelungen. Auf dieser Platte haben sie auch nur Deutsch gesungen. Die wechseln ja manchmal. Manchmal haben sie ein paar englische Titel drin oder auch ein englisches Album. Dieses Album ist komplett in Deutsch. Und dieses Jahr, wie gesagt, auf Warner Music erschienen. Heute ist ein guter Tag. So, das nächste Album dagegen ist ein wirkliches musikalisches Schmankerl. Eigentlich gar nicht meine Musikrichtung, aber ich habe es mir gekauft, weil ich es im Radio gehört habe und ich fand es so toll. Und zwar das neue Album von Moby. Da sind die Songs drauf, wo er damals in New York aufgenommen hat, wo er dort gelebt hat, von 1994 bis 2010. Da sind 15 seiner bekanntesten Songs. Ich muss dazu sagen, von Moby habe ich nichts. Ich kenne von Moby auch nur die bekannten Sachen. Ich kenne auch hier viele Sachen nicht davon. Aber er hat die hier so orchestral aufgenommen. Das heißt, es ist ja eigentlich Elektroplatte. Also Moby macht ja eigentlich so Elektrozeugs. Hier hat er alles so orchestral aufgewertet oder drüber gelegt oder wie man das auch immer nennen will. Also ein richtiges Orchester ist dabei. Und wie schon vermuten lässt, Deutsche Grammophongesellschaft, klingt diese Platte, wie ich eben schon gesagt habe, hervorragend. Also es ist so ein schönes Cover auch, nur schwarz-weiß.
Er ist vorne drauf. Die Inlays natürlich ungefüttert. In einem schönen Schwarz auf der einen Seite. Bei der anderen Platte steht ein bisschen was drauf. Und hier ist noch ein Bild von ihm. Und die Platten selber sind auch super schön und auch unheimlich dick, 180 Gramm. Ich habe sie in Trans Clear geholt. Und ja, wenn man die Platte in die Hand holt, da ist kein Grat dran, nix. Die ist perfekt aufgenommen, die ist perfekt verarbeitet. Also das macht richtig, richtig Laune, das zu hören. Selbst als Nicht-Mobi-Fan, wenn man das in Ruhe hört, das ist wirklich ein Traum. Also von daher, da war ich sehr überrascht über mich selbst, dass ich so eine Platte gekauft habe. Ist auch eine limitierte Edition in dieser durchsichtigen Variante. Es sind auch einige Gastmusiker dabei, zum Beispiel Nicole Scherzinger, Gregory Porter und ja, noch jede Menge andere. Ulrike Wilson ist noch dabei. Lady Blackbird ist dabei. Also er hat mit vielen Gastmusikern die Platte aufgenommen. Und ich muss nochmal sagen, es ist wirklich ein ganz, 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 ganz hervorragendes Album. Schön. Ja, und das nächste Album musste ja kommen. Ich habe mir das extra gestern noch gekauft, also beziehungsweise ich bin in den Müller gegangen, Drogerie Müller, habe geschaut, ob sie es dort haben, weil ich wollte es unbedingt noch in der Vorstellung mit erwähnen, weil ich mir die Platte eh kaufen wollte, hatte sie aber noch nicht. Der Müller hatte sie aber, und zwar die Altmeister Rolling Stones. Die Platte ist ja jetzt oft genug schon gezeigt und erwähnt worden. Ich muss sie trotzdem auch zeigen, weil sie halt in meinem Plattenschrank gelandet ist. Das ist ein so schönes Cover. Alleine von den Farben her, finde ich, ist das so toll gemacht. Und ich habe es jetzt leider Gottes so in einer Hülle. Wenn man die Hülle abmacht, das ist so glänzend. Und, aber es bleiben auch keine Fingerabdrücke hängen. Normal ist ja immer so, wenn man so eine glänzende Platte, also ein Cover hat, und dann das in die Hand nimmt, ist so verdatscht. Und das ist hier eigentlich gar nicht der Fall. Und das macht so einen Spaß, die Platte anzufassen. Es ist ein Clubcover, wie ihr eben schon gesehen habt. Und es ist eine Platte dabei. Und jetzt kommt's. Ich war sowas von überrascht. Das ist die Innenhülle, wo die Schallplatte eigentlich reingehört. Hier stehen die Texte drauf. Hier nochmal ihr altes Logo. Aber die Platte war nicht in der Innenhülle, sondern... Die alten Meister wissen, wie man es macht. Die Platte war separat in einer gefütterten Innenhülle. Ich war sowas von erstaunt. Ist auch eine Politurscheibe, 180 Gramm wieder. Klingt hervorragend, also ohne Störgeräusche, ohne alles. Generell klanglich muss man sagen, wenn man die alten Sachen von Rolling Stones kennt, also die ganz alten Sachen, klar, das war viel, viel dünner und nicht so voluminös und brachial wie jetzt diese Platte. Aber hier merkt man schon, dass die Bässe sind dementsprechend stärker. Es klingt einfach ein bisschen moderner, aber immer noch nach Rolling Stones. Er hat hier auch viel Gastmusiker dabei. Es ist zum Beispiel Paul McCartney mit dabei, Lady Gaga. Und zu Paul McCartney habe ich gelesen, gibt es auch eine lustige Geschichte. Und zwar haben sie einen Song drauf, der ist relativ schnell von den Beats. Und ihr Bassist hat da irgendwie Probleme gehabt, das einzuspielen im Studio. Und da hat Mick Jagger kurzerhand Paul McCartney wohl angerufen und hat gesagt, hast du nicht Bock, da eine Bassspur einzuspielen? Der kam vorbei und hat das eigentlich in einem Take dann direkt aufgenommen und hat es hinbekommen. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ja, und was soll ich sagen? Das sind die Rolling Stones. Und ja, wenn man von den Rolling Stones sowieso noch nichts hat, dann ist das eine Platte, die auf jeden Fall ins Regal gehört, wenn man ein bisschen was mit der Musik übrig hat. Ich habe von Rolling Stones so eigentlich auf Schallplatte nur zwei Sachen. Und bin froh, dass man die geholt habe. Wie gesagt, die war ja oft genug schon in Videos erwähnt worden und hochgelobt und gehypt. Ich habe mir sie erst einmal kurz angehört oder zwei, dreimal angehört auf dem Streamer. Und dann habe ich mich entschlossen, mir sie zu kaufen. Und jetzt ist sie hier. Schön. Schönes Cover. Die Titel auf der Platte sind, wie man es von Rolling Stones gewohnt ist, relativ rockig, auch teils bluesig. Es ist ein Lied dabei, das ist relativ ruhig, eine Ballade. Aber ansonsten geht es nach vorne in aller Rolling Stones Manier, wie man es gewohnt ist. Achso, übrigens, Hackney Diamonds heißt die Platte. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe ja anfangs schon mal erwähnt, dass es kein richtiges Ranking gibt, wie ich die Platten hier vorstelle, sondern es ist wahllos. Aber jetzt kommen wir in die Richtung, wo es mir persönlich so richtig Spaß macht. Und da zeige ich euch mal ein Album, eine Band, die 2008 gegründet wurde. Ich hatte die nicht auf dem Schirm, ich habe die geschenkt bekommen, auch zum Geburtstag. Und zwar Rival Sons, Darkfighter heißt das Album. Und guck mal hier, in schön schwarz-grün gehalten, sieht sehr schön aus. Innen sind die Musiker zu sehen, alles in schwarz-weiß.
und hinten dann auch nochmal in grün. Es ist also eine US-amerikanische Rockband und sie haben schon vor AC/DC gespielt, vor Kid Rock und auch vor Alice Cooper als Vorband. Die Musikrichtung zu beschreiben, ich würde sagen, so Richtung Led Zeppelin, so schöner 70er-Jahre-Rock, also die Band selber bezeichnet das so als Hardrock, Garage-Rock, Glam-Rock, keine Ahnung. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß zu hören. Ich habe es, wie gesagt, nicht gekannt und ist auf jeden Fall wert, gehört zu werden. Das Besondere noch ist, es ist auf Atlantic Records aufgenommen. Und schaut mal hier, die Platte, wo geht's raus? War übrigens auch eine gefütterte Innenhülle dabei. So ein milchig durchsichtiges Vinyl und in der Mitte ist so ein 3D-Effekt. Da gibt es irgendeinen bestimmten Namen, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Wenn man die auflegt, sieht das aus wie eine Spirale. Also schön gemacht, macht Spaß zuzusehen. Eine 180 Gramm Platte und klanglich top. Ne? Also Atlantic Records, da erwartet man auch, dass es dementsprechend gut klingt. Sollte man zumindest erwarten. Und ich war überrascht. Wie gesagt, habe die Band zwar vom Namen her gekannt, aber ich habe von denen nichts. Hatte die nicht auf dem Schirm und habe es geschenkt bekommen und bin sehr, sehr froh, diese neue Band für mich entdeckt zu haben. Die folgende Band hat mich dieses Jahr am meisten überrascht, beziehungsweise hat mein Herz entzückt, dass die nochmal was gemacht haben. Die haben eine Tour angekündigt und anschließend auch ein Album. Und es ist einer meiner Lieblingsbands, die jetzt nach 8 Jahren nochmal was rausgebracht haben. Und vorher war es auch sehr still gewesen. Und zwar geht es um die Band Plöer. Ich habe ja von Plöer alles, leider Gottes nicht alles auf Schallplatte. Aber wie ich gehört habe, die machen eine neue Platte direkt bestellt, ohne reinzuhören, ohne alles. Als Fan muss ich das einfach tun, ist halt so. Und muss sagen, bin sehr überrascht von der Platte. Plöer will selbst ja ein bisschen von diesem Britpop-Image weg, haben sie gesagt. Und diese Platte klingt nach Plöer, alleine schon wegen dem Sänger. Damon Albarn hat so eine markante Stimme. Selbst die Solo-Sachen klingen irgendwie nach Plöer, weil die Stimme so markant ist. Dieses Album ist wesentlich ruhiger wie die alten Sachen. Da ist also kein Song 2 oder sowas drauf. Es sind zwei Stücke dabei, die relativ nach vorne gehen. Der Rest ist eher so ein bisschen poppig, rockig, getragener. Mit Klavier dabei, es sind Streicher dabei, es sind Bläser dabei. Es ist ein gelungenes Album, finde ich. Und ja, ich zeige mal noch die Platte. Die ist auch sehr schön. Gab verschiedene Versionen. Ich habe sie in Blau bekommen. Ist auf Parlophon aufgenommen. Ja, und wie gesagt, für einen Plöer-Fan ist es ein Muss. Ich bin begeistert von der Platte. Ich finde, gerade weil sie ein bisschen anders klingt wie die alten Sachen, finde ich es schön. Man erkennt noch Plöer, das ist mir sehr wichtig. Wenn sie die Stilrichtung komplett geändert hätten, wäre es nicht mehr mein Ding. Aber so finde ich, ist es auf jeden Fall eine gelungene Abwechslung in meinem Plöer-Sammelsurium. Und ja, ich habe mich richtig gefreut, dass die nochmal was gemacht haben. Das ist so ein Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, was mich wirklich, wirklich überrascht und gefreut hat. So, und nun kommt mein absolutes Highlight. Eine Band, die kennt wahrscheinlich keiner, beziehungsweise die wenigsten. Eine Band, die 2019 gegründet wurde, machen Indie-Rock. Ich habe das schon mal vorgestellt, das Album, und habe damals auch gesagt, ich meine, das ist das Album für mich, oder es ist das Album für mich 2023, erstes Halbjahr. Und nein, es ist es nicht. Es ist das Album 2023 für mich. Und zwar geht es um das Debütalbum von der Band Ultra Q, My Guardian Angel. Und es ist so ein geiles Album. Also vom Cover her schöner Druck. Das Cover ist relativ unspektakulär. Die Innenhülle auch relativ unspektakulär. Die Platte an sich auch unspektakulär. Aber was drauf ist, das ist spektakulär. Und zwar habe ich gar nicht gewusst, der Frontmann von dieser Band ist der Sohn von Billy Joe Armstrong, also dem Frontmann von Green Day. Wenn man das weiß, hört man es auch an der Stimme. Aber die Musikrichtung ist eine ganz andere Richtung. Hier, das ist so Indie-Rock, Alternative-Rock, klingt so ein bisschen nach Angels and Airwaves, teils ein bisschen nach The Strokes, also ist ein Lied dabei, das erinnert mich sehr stark an Reptilia von den Strokes. Ansonsten klingt das Album eher wie ein Sampler für mich, weil es sind so unterschiedliche Stücke drauf. Es sind ruhige Sachen drauf, es sind elektronische Sachen drauf, gitarrenlastige Sachen drauf. Ja, das Album ist so vielfältig und man kann es so schlecht beschreiben. Also man muss es auf jeden Fall gehört haben, wenn man mit Alternative Independent Rock ein bisschen was anfangen kann. Das letzte Lied ist eine wundervolle Ballade. Das erste Lied erinnert mich unheimlich an Coldplay, weil das fängt auch so ruhig an, dann geht es brachial los. Also da geht einem das Herz auf. Also ich war so begeistert von dieser Band, bin es immer noch, dass ich gesagt habe,
egal was danach kommt, also das kann man, glaube ich, nicht übertreffen. Das ist natürlich Geschmackssache, um Gottes Willen. Aber ich war von dem Album und bin von dem Album so überzeugt und geflasht, dass das Album ist 2023 für mich. Hier nochmal das Cover, kann man nicht oft genug zeigen. So, liebe Freunde, das war's. Ich hätte noch jede Menge andere Alben können kaufen, aber irgendwo muss man ja die Grenze ziehen, wo man sagt, da ist Schluss. Und das habe ich somit getan. Das waren meine, ich glaube, 10 Alben waren es für 2023, die ich mir zugelegt habe, also an Neuerscheinungen. Und wie gesagt, es gibt wesentlich mehr gute Sachen noch. Vielleicht kommt das eine oder andere noch dazu, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht streame ich es auch nur, keine Ahnung. Aber das war meine Sammlung. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen und vor allem kommentieren. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr was unter meinem Video schreibt und eure Meinung dazu. Musik ist Geschmackssache, es ist nicht jedermanns Sache, was ich vorgestellt habe. Aber genau das macht die Musik ja aus. Sie ist vielfältig, sie ist unterschiedlich und nicht jedem gefällt alles. Genauso muss es sein. Also bis zum nächsten Mal.